Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 10.30 Uhr und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu Ihrer Veranstaltung Depot im Blick 2021. Live senden wir heute für Sie draußen an die Bildschirme hier aus der Nähe von Frankfurt. Digital, aber auch interaktiv. Das heißt, Sie werden die Möglichkeit haben, nachher hier auch mitzumachen. Sie werden Fragen stellen können. Wir haben schöne Umfragen für Sie vorbereitet, aber dazu nachher mehr. Sie haben ja die Möglichkeit, heute auch interaktiv mitzusprechen. Wenn Sie also jetzt vielleicht schon Fragen haben an unsere Diskutanten oder auch später, dann möchte ich Ihnen ganz kurz sagen, wie Sie die denn an uns stellen können, wenn Sie auf der rechten Seite in Ihrem Bildschirm klicken. Zunächst darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Julia Bauer. Als TV- und Eventmoderatorin habe ich die Ehre, Sie heute durchs Programm zu führen. Uns erwarten ja drei wirklich schöne Themen: Wertschöpfung, Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Und ich würde sagen, wir fangen doch auch direkt an mit dem ersten Themenblock, und das ist die Wertschöpfung. Wir freuen uns über weitere Fragen zum nächsten Thema. Das wird sein die Digitalisierung, und da starten wir jetzt mit einem Film. Und ja, wir haben ja schon über sehr zukunftsträchtige Themen gesprochen, und dementsprechend würde ich sagen, machen wir da auch direkt weiter, nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit, und dazu auch jetzt ein kleiner Trailer. Ganz greifbare Aussagen, vielen Dank dafür, und wir würden ganz gerne auch greifbar machen, was Sie interessiert. Das heißt, hier nochmal die kleine Erinnerung: wenn Sie eine Frage auf der Seele haben, bitte stellen Sie uns die. Wir haben in Kürze wieder Zeit, darauf einzugehen. Ich kann mir vorstellen, für Sie ist das Thema genauso komplex wie für mich. Wenn Sie also Fragen haben, dann stellen Sie sie sehr, sehr gerne auf der rechten Seite in die entsprechende Funktion. Dann können wir die nachher gemeinsam mit Herrn Sake beantworten. Gehen wir direkt zur nächsten Frage, die ist eher zeitlich gewichtet. Wann konkret ist mit der Weitergabefähigkeit der Publikation auf den Punkt denn zu rechnen? Kommen wir zur nächsten Frage, die da heißt: werden denn die Telefonkonferenzen für Endkunden auch nach der Corona-Krise weiter fortgeführt? Wer weiß das? Sie wissen das? Dann raus damit. Kann ich relativ schnell beantworten. Ja, ich danke mir. Fragen wir doch gerade mal nach, wie es denn eigentlich bei Ihnen aussieht an den Bildschirmen, wie Sie da sitzen. Haben Sie die Möglichkeit, an der Umfrage teilzunehmen? Wir würden gerne wissen, ist denn generell ein karitatives Zertifikat für Sie interessant? Ja oder nein? Wir lassen Ihnen noch mal ein bisschen Zeit, um vielleicht auch drüber nachzudenken. In der Zwischenzeit höre ich, haben wir die Umfrageergebnisse bekommen. Kann ich Ihnen also live vortragen. 32% haben mit Ja gestimmt, also Depot B ist in der Beraterverzielung verankert, aber 68%, knapp 70% sagen nach wie vor Nein. Jetzt, wie können wir das denn einordnen, Herr Reitmeier? Ich finde ja persönlich auch, so eine digitale Erlebniswelt ist immer sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite ist es doch das schönste Gefühl, wenn das Analoge, das Persönliche mit dem Digitalen Hand in Hand geht. Und wie das aussehen kann, das sehen wir jetzt in einem Video. Und zwar kommt das aus VR Bank Mittelfranken West. Viel Spaß! Also insofern einige Vorteile des virtuellen Formates, und ich glaube, das muss man einfach nutzen. Unbedingt. Und da hätte ich noch eine Nachfrage, weil Sie haben es angesprochen, die letzten Monate waren für uns alle in jeglicher Form turbulent. Richtlinien haben sich immer wieder geändert. Wann war für Sie klar, okay, wir machen das Ding, aber wir machen es digital? Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt kein fixes Datum. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen und sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, auch für Ihre rege Teilnahme. Es hat Spaß gemacht, Ihre Fragen zu beantworten. Ich wünsche Ihnen für die berufliche Zukunft weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleiben Sie gesund und vielleicht bis bald. Dankeschön.